Werte Damen und Herren, willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Ben und Steve. Heute spielen wir das Ding aus einer anderen Welt. Bei mir ist der großartige Benny. Mein Name ist Steve. Und nun beginnen wir das überirdische Abenteuer. Das ist ein Scheiß, Alter. Von Stefano Cagnani. Cagnani! Cagnani! So, ja. Es ist so ein bisschen, ich liebe es jetzt schon. Morgen kommen wir Freunde vorbei. Ich hätte einfach Lust, ein Game als Notfallplan zu haken, wo man sich gut viel erschrecken kann. Emran, lass mich mal kurz in mich gehen und ich gebe dir mal einen Tipp irgendwie, was wirklich nice ist irgendwie. Wo ihr wirklich alle irgendwie auf dem Sofa steht nachher. So, der Offiziersclub. Anchorage, Alaska. Ja, die Offiziere unterhalten sich angeregt im Stile eines Stummfilms. Großartig. Emran. Das ist Frill. Die The Think PT war das erste Video, das ich auf dem Kanal gesehen habe. Ah, cool, cool. Schön, 257. Ist auch von dem gleichen Typen. Okay. Also wir sind jetzt auf der Suche nach, Wir gehen jetzt erstmal zur Erbschutzstelle. Ja, let's go to the helicopter. Get to the chopper. Now. Nee, andere Seite. Turn around. Wie, genau, da? Da lang ist er. Hallo, Helikopter. Oh ja, wie sogar. Das ist was Stummfilmhaftes. Ja, absolut. Okay. Was machen wir jetzt? Oh, okay. Geht in die Chopper. Und auf dem Hulk schon damals gesagt, irgendwie auf dem Hubschrauber steht Aeroflot drauf. Das ist eine russische Fluglinie. Sehr geil. Sah jetzt aber auch nicht so aus, als wenn das irgendwie russische Soldaten waren, also russische Offiziere. Sehe ich da irgendwas? So. Nee. Ja, da stehen sie schon alle um den Brocken herum. Let's see what it is. Wer hat diesen gigantischen Haufen hier geschissen? So, aber es ist tatsächlich, etwas ist im Eis. Spielt sich so aus, als wäre der Film danach entschieden. Ja. Also theoretisch, laut Film, müssten das ja denn die Norweger gewesen sein. Ne, die gefunden haben. Aber ich habe ja tatsächlich vor Carpenter, gab es ja noch den Originalfilm. Ne? Und auch ebenfalls schwarz-weiß. Ja, ziemlich groß. Und die machen jetzt einen Anbetungskreis, oder was ist das? Also ein Arbeitskreis. Okay. Geh mal zu denen da hinten. Zu einer lustigen, illustren Gruppe. Das sind deine Kumpels, glaube ich. Okay. Na dann sprinten wir mal zu unseren Buddies. Die ganz komisch dastehen, irgendwie. Ja, die stehen wenigstens noch vernünftig da, im Gegensatz zu den anderen. Den Original habe ich seit locker 7 Jahren nicht mehr gesehen. Hast du wirklich den Schwarz-Weiß-Film damals gesehen? 257? Oder meinst du die von Carpenter? Also hier mit Kurt Russell. Ein Marsianer. Okay, wir sollten in der Base studieren. Charlie, ich dachte, ich kann jetzt hier einfach reden. Ja, genau, Emran. Geht um eine Sekte. So, na dann, get to the chopper. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Also wir waren jetzt nur hier oben und... Genau, richtig. Wir haben jetzt also was gefunden und sieht zurück in die Base und da ist quasi das Spiel abgekackt. Hier fand ich schon geil, irgendwie zwei Leute schieben das Ding. Wo ich sagte, never. Diesen Klops Eis bewegst du nicht so mal locker. Ne. Aber vielleicht haben sie ein bisschen Overmaltine zu viel auf der Stulle gehabt. Wer weiß, vielleicht schaffen wir trotzdem. Schau mal.
So, und jetzt ist mein Spiel abgeschmiert. Und jetzt hat der Chat gesagt, alle klar, Steam, hier geht nichts mehr. Der Schwarz-Weiß-Film, die von John Carpenter natürlich auch. Cool. Ja, wir warten mal, bis das Eis geschmolzen ist und dann sehen wir, was los ist. Alles klar. Schlechteste Idee, die man machen kann, aber okay. Das ist bestimmt ein Marsianer. Okay, was ist jetzt unsere To-Do? Wir now also have to do the guard that you do. Better get out! Okay, wir gehen out. Also, wir gehen raus. Was ist das für Geräusche? Das Schlimme ist, ich kann schon mal sagen, ich hab den Film nie gesehen. Also, ich gehe hier komplett. Ohne irgendwas hier rein. Ich glaube, du brauchst auch keine Vorkenntnisse. Zum Carpenter-Film gab es ein Spiel für PC und PS2 damals. Ja, der war so ein Squad-Shooter, ja, auch ziemlich geil. Wenn man den eigenen Soldaten nicht trauen konnte. Ja, und das macht ja sehr viel vom Reiz dieses Horrors über diesen Film aus, ne? Also wer ist eigentlich der Feind? Ja? Let's take a look around. Okay. So, Berliner, denn pinkel mal den Namen in Schnee. Und denkt dran, ist kein gelben Schnee. Aber hier ist eine unsichtbare Wand. Also hier darf ich nicht weiter. Okay. Aber wir sollen uns ja hier erstmal umschauen. Das ist die Frage, wonach schauen wir uns jetzt um? Oder laufen wir jetzt einfach in der Schneegeschichte? Nee, das war jetzt. Also wir müssen wahrscheinlich irgendwo rennen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt draußen rumrennen müssen. Irgendwie. Okay, warte, dann gehe ich lieber nochmal eine Etage wieder zurück. Wir sind auch verdammt schnell, muss ich sagen. Also, aber gut, wer ist schon schnell bei so einem Schneegestöber? Ja, wahrscheinlich irgendwie auch 1000 Klamotten an, irgendwie. Was wird das da jetzt haben? Irgendwie minus 40 Grad oder was irgendwie an der Arktis? Also, ist jetzt halt auch nicht so geil. Oh. Ah, guck mal, hier sind die Hunde, schön. Sollen wir uns um die Hunde kümmern? Eigentlich. Hunde sind ja natürlich auch bei The Thing, waren ja auch ein sehr elementares Element am Anfang. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Also ich muss sagen, das Original, das Schwarz-Weiß-Original, kenne ich selber nicht, habe ich selber noch nie gesehen. Aber ich liebe die Carpenter-Variante. Ja. Hat auch wirklich, ich glaube 2011 oder so, nochmal ein Prequel bekommen, das tatsächlich auch nicht schlecht war. Irgendwie. Also, wenn man so auf... Dogs are barking, better check. Wenn ihr so auf Buddy-Horror steht, irgendwie ist das auf jeden Fall der Film der Filme. Na gut, wollt ihr nur sehen, wie es bei euch läuft. Räumen wir jetzt ein bisschen meine Bude auf. Viel Spaß euch noch. Danke, Imran. Schön, dass du mal wieder vorbeigeschaut hast. Ufi, lass dich mal wieder blicken. Viel Spaß bei dir morgen. Und happy screaming. Also wir sind rausgegangen, um uns umzuschauen, um... What the hell? Ach, alle sind tot. Na, das ist ja toll. Okay. Ist hier irgendwas passiert in der Ventilation Room? Nope. Ich muss wirklich. Feier die Mucke, Alter. Die ist so geil. Irgendwie. Europalette! Ja. Ist so total sinnlos irgendwie, weil nirgendwo Hubwagen irgendwas. Was für ein Quatsch. Hier ist die Küche. Ja, aber hier scheint das nicht zu sein, was wir suchen. Schön. Haben die da wirklich einen Kühlschrank? Ja. Wirklich also. Einen Kühlschrank? Großartig. So, okay, hier ist jetzt nichts weiter. Na, schau mal, wo der Block stand, irgendwie. Welcher Block? Na, den Marsianer-Eisblock, den wir zurückgeschliffen haben, irgendwie. Der war ja hier in Beds und dann hier rechts und da ist... What the hell, oh no? Is that thing come back alive? The thing. Was? Oh shit. My God, that sound, so creepy. He killed everyone else. What should I do now? The greenhouse, Okay. Hier geht's nicht weiter. Warum ist die Tür hier raus aus den Angeln gerissen? Also gerissen jetzt nicht, aber... Einfach beiseite gestellt. Er hat auch eh noch ein bisschen zu viel Bull getrunken vielleicht. Benni. Ich geh erstmal aufs Klöchen. Ja, genau. Schön. Da ist es anscheinend Boden, so wie die Tür daneben steht. So, oh, so viel fliegt bist du mir nicht mehr. So, wo kam jetzt dieses Geräusch her? Ja.
Oh oh. Wer bist du denn? Oh der, oh. Hat der ein bisschen was von Frankenstein? Ja. Tatsächlich ein bisschen frankensteinisch irgendwie. What the fuck is this thing? Ah, konnte jetzt nicht den Rest lesen. Schade. Alle Zeit in die Greenhouse. Okay, so, kann man, kann man. Zwei, es war ein wenig anders als bei den anderen. Okay, weniger Body Horror. Ja, wahrscheinlich halt auch einfach ein bisschen zeitgemäßer. Ne? Komm her, ein bisschen mehr Grusel. Wahrscheinlich eher wieso. Okay, sollen wir vielleicht raus jetzt? Naja, ich wollte ihn jetzt gerade nur einmal kurz umrennen. Laufe. Und Plate übrigens Benny hervorragend gemacht. Muss man an der Stelle sagen, kommen wir überhaupt raus? Nein. Nein. Scheibenkleister, Alter. Restrooms. Wir gehen in die Küche. Ja. Oh, warte mal. Oh, nee, wir setzen uns einfach. Okay, what the fuck? Came from the ice, okay. Game out from the ice. Was jetzt zwar noch nicht. Better found a weapon, I saw a flamethrower in the other room. Find a weapon, flamethrower in the other room. Ja, wo ist denn jetzt hier ein Flammenwerfer? Hier? Wo er herkommt? Ich komme hier nicht mehr raus. No! Wenn er uns kriegt, eine tolle, ja, ich komme jetzt eh komplett ähnliche Todesarmee. Oh, okay, wir kriegen einfach nur eine Kelle. Das geht. Okay, jetzt müssen wir hier die Räume durchsuchen. Gibt's hier was? Das ist das Ding aus dem Original. Ach, cool. Echt, ja? Das ist ja geil. Okay. Musst du mir den echt mal geben, ey. Oh, hier ist Nati. No. Ach, gut, wo ist mein Flamethrower? So. War er hier drinne? No. Wie kommen wir hier hin? Und jetzt links, rechts. Ich bin weg. Oh, schön. Ja, aber wahrscheinlich war das halt an der 50er halt einfach die Art von Horror, ne? Das war dann einfach so ein großes, stumpfes Monster-ähnliches Frankenstein-Vieh. Und das war die Vorstellung von Horror, von Monster damals. Also... Okay. Hängt er da fest? Hello! Nein, hängt er nicht. Zu viel rumgespielt, vielleicht Flammenwerfer hier drinnen. Nein. Hä, wo soll denn hier? Ah, hier war ich ja schon drin. Shit. Wo? Hier? Bei den Pflanzen irgendwie? Vor allen Dingen. Probieren wir nochmal in den Gang, wo er hängen geblieben ist. In den Gang, wo er hängen geblieben ist. Also quasi. Hier. Ja, flück mal nochmal hier irgendwie schauen. Ich kann hier nichts machen. Ventilation Room, da waren wir schon drin, war wahrscheinlich. Da waren wir schon drin. Also hier war ich jetzt noch nicht komplett drin, um alles mal zu durchforsten. Hier bin ich nur durchgerannt, wie so ein Mädchen. Okay. Würde ich hier mal noch einen weiter irgendwie? Oder ja, aber einen weiter hat er mich ja, schon... Hat er dich rausgeschmissen? Ja, ja, aber vielleicht bin ich auch zu weit weg gewesen. Das kann natürlich auch sein. Krass wäre, aber okay, gut. Na dann. Hier gibt's aber auch keinen... YOLO! Nein, ich krieg noch eine Kelle! Smack. Ach, hier! LOL! Da liegt er, okay. Auf dem Sofa hat er gelegen. Ja, aber da war ich doch... Aber danach bricht das Spiel ab. Also, echt jetzt? Dann startet er neu. Achso, warte. Outplay! Nee, doch nicht, jetzt! Doch, perfekt outgeplayed. Ja, das war mir Glück als Verstand. So, pass auf, wenn ich jetzt hier reingehe und jetzt mich hier ans Sofa geselle, weil hier ist ja der Flamethrower. Boom. Spiel startet von vorne. Schade eigentlich. Schade. Das ist schade. Kann leider nicht irgendwie was aussuchen oder so. Ach, ärgerlich. Stevie leider nicht. Sehr schade. Ich kann auch nicht mal escapen. Ich kann gar nichts. Ich kann nur alte 4. Ich kann auch nicht mal pausieren. Tja. Na, kacke, irgendwie. Also ich fand's trotzdem schön. Schade, dass jetzt so ein bisschen dysfunktional ist irgendwie, aber ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr möchtet. Irgendwie helft dem Kanal zu wachsen und das nächste Spiel wird bestimmt komplett funktionieren. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Bis dann, tschüss.